Liebe Freunde von Powerschutz TV, positive Energie in Europa. Ich bin heute im Europäischen Parlament in Brüssel und es freut mich ganz besonders, die Europaabgeordnete Elisabeth Köstinger vorzustellen. Hallo. Hallo. Frau Köstinger, Sie sind Spezialistin, kann man so sagen, im Landwirtschaftsbereich. Vielleicht erklären Sie uns erstmal ganz kurz, was machen Sie genau? Ja, also ich bin jetzt seit mittlerweile 8 Jahren Mitglied im Agrarausschuss des Europaparlaments. Ich komme selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kärnten, in Österreich, und das ist natürlich auch so mein Hintergrund und meine Wurzeln, die ich natürlich auch sehr gerne pflege. Ja, und für mich sehr wichtig sind bäuerliche Familienbetriebe. Das ist auch mein ganz großes Ziel, das in der europäischen Politik zu verankern und ihnen halt eben auch für die Zukunft eine Chance zu geben, also die politischen Rahmenbedingungen aufzustellen, damit wir auch künftig in Europa durch bäuerliche Familienbetriebe unsere Lebensmittel erzeugen können. Dann bin ich noch zuständig für den Umweltbereich, also ich bin auch Mitglied im Umweltausschuss. Hier bin ich auch für die EVP-Fraktion eine Vizekoordinatorin und habe mich eigentlich auch hier auf diesen Bereich der Lebensmittelsicherheit spezialisiert. Also versuche hier vor allem auch im Bereich Verbraucherschutz, Konsumentenschutz, Lebensmittelkennzeichnung, was ja natürlich auch wieder sehr wichtig ist für die Produzenten, Verbesserungen zu erreichen. Und der dritte Themenbereich, für den ich zuständig bin, ist Frauenrechte und Gleichstellungsfragen. Ja. Ist auch ein Ausschuss bei uns, wobei ich hier dazu sagen muss, Familienrecht ist in der Kompetenz der Mitgliedstaaten, also ist subsidiär geregelt. Aber wenn es darum geht, die Situation der Frauen in Europa zu verbessern, bin ich gerne eine sehr starke und kämpferische Stimme. Ja, also vor allen Dingen, es geht auch darum, ein bisschen zu wissen, was machen Sie konkret für den Bürger. Holen wir jetzt erstmal Thema Landwirtschaft. Also ich sehe jetzt immer nur Landwirte auf der Straße am Reklamieren, Europa legt sehr schwere Regeln auf. Und auf der anderen Seite hatte ich auch mit Kommissar Vintenis Andriukaitis gesprochen und er sagt so zu mir, voilà, wir haben zum Beispiel in Europa erreicht, dass unsere Lebensmittelqualität selbst die beste der Welt ist. Also wo wir auch den Landwirten natürlich danken, für diese Qualität zu bringen. Aber wie ist das Zwischenspiel jetzt, dass einerseits der Landwirt klagt und auf der anderen Seite, geht es in eine gute Richtung oder wie sieht das alles aus? Ja, also wir haben auf den Märkten sehr, sehr angespannte Situationen. Also zurzeit und vor allem im letzten Jahr zum Teil sehr existenzbedrohend für die landwirtschaftlichen Betriebe. Die Agrarpreise sind zum Teil ins Bodenlose gefallen. Also wir hatten eine sehr massive Krise, die wir auch versucht haben, sehr stark europäisch zu lösen. Also es gibt für die Landwirtschaft fast keine nationalen Lösungen mehr. Es muss in Europa geschafft werden, hier eine Verbesserung zu erreichen. Wir haben versucht, über unterschiedliche Maßnahmen die Märkte zu entlasten und somit natürlich auch die Betriebseinkommen stärker wieder zu sichern und das eben auch zu unterstützen. Aber ein Problem, das ich sehr stark in Europa sehe, ist die massive Konzentration auch von Betrieben. Also vor allem Konzerne spielen hier eine sehr große Rolle, die nehmen immer stärker Einfluss und bringen diese bäuerliche Produktion und diese Kleinstrukturiertheit sehr massiv unter Druck. Und das ist auch etwas, was wir unbedingt europäisch lösen müssen. Also vor allem auch diese Übermacht der Lebensmittelhandelskonzerne, die natürlich auch zum Teil ein massives Preisdiktat dann machen. Das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Ja, weil ich hatte auch mit Johannes Leitenberger, also für die Competition, gesprochen. Und er sagt auch so zu mir, okay, wir haben in Europa, um es kurz zu erklären, gleiche Spielregeln für die Konzerne und für den kleinen Bürger. Und so bekommt eigentlich auch der Bürger diese Chance, also marktfähig, überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Ja, das stimmt nur zum Teil, weil wir machen ja auf der anderen Seite auch, um nochmal auf Andriukaitis zurückzukommen, sehr viele Regeln, damit natürlich auch Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität, vieles andere mehr sich permanent verbessert. Und hier gibt es schon ein Ungleichgewicht, weil die Großbetriebe sich da natürlich auch viel leichter darauf einstellen. Die haben dann auch mehr Ressourcen, mehr Mitarbeiter und vieles andere mehr. Die können somit einfach auch effizienter wirtschaften, trotzdem auch mehr Einkommen erwirtschaften. Und dieser Schritt bleibt kleineren Strukturen verwehrt. Und deswegen ist es eigentlich in der Theorie richtig. In der Praxis erleben wir aber eigentlich einen sehr, sehr großen Drift auseinander. Ja. Und hier muss auch Europa regelnd wieder eingreifen. Ja. Wir gehen von der Landwirtschaft in ein ganz anderes Thema. Ein Thema für uns Frauen, ganz kurz. Sie setzen sich für Frauen
Sie setzen sich für Frauenrechte auch in Europa ein. Vielleicht ganz kurz dazu was. Wie sieht es aus? Ist es eine positive Entwicklung? Ja, also ich glaube, wenn man zurückblickt, haben wir schon sehr vieles erreicht, aber es ist noch sehr, sehr viel auch zu tun. Ich glaube und bin überzeugt davon, dass jede Frau in Europa sich ihr Lebenskonzept selber wählen muss und das können muss. Also egal, ob sie Mutter und zu Hause ist oder ob sie ihr Leben dadurch verwirklicht, dass sie selbstständig ist, dass sie in einem Betrieb arbeitet oder was auch immer. Das individuelle Lebenskonzept einer jeden Frau muss möglich sein und dafür haben wir die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ein sehr wichtiger Bereich ist auch nach wie vor, dass Frauen nach wie vor noch zu weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit, also dieser Gender Pay Gap. Und das hat sehr massive Auswirkungen auch auf die Frauen dann im Alter, weil dadurch, dass sie weniger verdienen im Erwerbsleben, bekommen sie natürlich auch massiv weniger Pension sind somit natürlich auch viel stärker von Armut betroffen. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die hier wir auch wahrnehmen, dass wir immer wieder auch den Finger in die Wunde legen und versuchen, die Situation für die Frauen zu verbessern. Und mir persönlich ein besonderes Anliegen sind Frauen im ländlichen Raum, Bäuerinnen, aber natürlich auch Unternehmerinnen, also Frauen, die halt auch sehr stark der Herzschlag unserer Regionen sind, weil sie extrem wichtig ist, ihnen auch im ländlichen Raum eine Perspektive zu geben. Wenn Frauen den Weg in die Stadt suchen, weil sie dort mehr Jobmöglichkeiten oder sonstiges haben, dann stirbt allalong unser ländlicher Raum aus, weil niemand mehr dort einfach auch beheimatet ist. Und das ist auch ein sehr wichtiges Themenfeld, das ich sehr gerne bearbeite. Zum Abschließen, die letzte Frage immer etwas mehr persönlich, die geht nicht mehr an Frau Köstinger, die geht an Elisabeth. Was wollen Sie noch erreichen oder wie sieht es aus? Auch vielleicht ganz kurz ansprechen, was ist in der Umwelt oder wie sind Ihre Ziele noch? Ja, also ich habe mir wirklich eben der Landwirtschaft sehr stark verschrieben. Also das ist wirklich das Themenfeld, wo mein Herzblut auch drin steckt. Und wie gesagt, das sind die bäuerlichen Familienbetriebe, wo ich alles dafür geben werde, dass sie auch in Zukunft eine Perspektive sehen in Europa, dass wir es auch schaffen, der Gesellschaft wieder stärker zu erklären und besser zu erklären, was Landwirtschaft ist, was landwirtschaftliche Produktion ist. Hier sehen wir auch ein sehr starkes Auseinanderdriften, auch weil natürlich es sehr viele Betriebe gibt, die nicht richtig oder nicht gut wirtschaften und die muss man auch nicht verteidigen, aber auch der Konsument hat hier natürlich eine sehr wichtige und entscheidende Rolle, weil mit jedem Griff ins Regal entscheidet er, ob er irgendwelche Massentierhaltungs- und Großbetriebe unterstützt oder ob er eben auch drauf schaut, woher es kommt und dass er eben auch kleinbäuerliche Strukturen stärker fördert. Und das ist mein ganz großes Ziel, hier auch mehr Verständnis zu schaffen und für Europa einfach ein Lebensmittelmodell zu entwickeln, das das nachhaltigste und auch effizienteste der Welt ist. Super. Kann ich sagen nur Dankeschön für das Gespräch. Bitte gerne. Das hat mich sehr gefreut. Auch ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Ja, wie Frau Köstinger sagt, es gibt Probleme in Europa, aber wir gehen diese Probleme an. Sicherlich sehr positiv. Also bis später, bis bald. Bye bye.